Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal um was ganz anderes gehen als sonst, und zwar darum, dass ich mir ein iPad angeschafft habe. Das hier ist das aktuelle iPad Mini, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, iPad Mini 2021 ist iPad Mini 6. Ich habe es ohne Tastatur und ohne Hülle gekauft, einfach nur zusammen und dann noch den Stift extra. Ich habe mir nämlich eine Hülle individualisieren lassen. Die Qualität ist leider nicht so, wie sie sein soll bei der Hülle. Allerdings ist sie zum einen günstiger gewesen als die Originalhüllen von Apple und sie ist individualisiert. Ich finde sie mega hübsch. Qualität halt eben ist nochmal eine andere Geschichte. Das hier ist eine Grafik von Winnie Pooh. Die habe ich von Pinterest. Wer Interesse daran hat, die habe ich bei mir auf der Pinnwand Watercolor mit drauf. Habe ich auch mal im Kalender drin gehabt. Also ich hatte mir die mal ausgedruckt und in den Kalender gepackt. Die Grafik finde ich super schön. Ist schön schlicht und ja. Hinten haben wir hier einmal weiß. Ist aber so, muss sein, geht nicht, gibt es nicht anders. Ich habe aber mein Logo sozusagen ein bisschen abgewandelt. Also die Kamera und dann noch meine Schriftart, wie ich auch mein Logo habe. Meinen Namen und das war's. Gehen wir mal ganz kurz in das iPad rein. Als Homescreen, genauso auch als Hintergrundbild, habe ich eine Langzeitbelichtung genommen von mir, die ich vor Jahren mal gemacht habe. Hauptsächlich nutze ich GoodNotes. Und zwar sind wir hier jetzt in meinem YouTube-bezogenen Ordner drin. Da habe ich definitiv einmal die Monate, die ich nutze. Also ich mache mir so Monatsgeschichten. Ich öffne mal kurz den Dezember, weil der ist leider leer. Das war so meine To-Do, war ein Video zum iPad zu machen. Das habe ich jetzt in dem Sinne mit heute auch abgehakt. Und danach habe ich nochmal mir vorgenommen, dass ich 2 Vlogs fertig schneide, wo allerdings leider nicht so ganz viel draus geworden ist. Aber ist es dramatisch? Nö, finde ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so dramatisch, dass es nichts geworden ist. Dafür habe ich andere Dinge gemacht in diesem Monat. Und da ist es dann jetzt auch so, dass ich mich einfach entschieden habe, diese Pläne weiterzuführen. Es geht mir nicht darum einzutragen, wo ich wie, wann, was gemacht habe an Videos. Also, oder wann ich wie, wo, welche Videos plane. Sondern wenn ich ein Video geplant habe oder geplant hochgeladen habe, sie mir markiere, da habe ich schon eins. Weil es gibt Zeiten, da arbeite ich relativ gut voran. Oder voraus, und damit ich nicht durcheinander kriege und ich immer bei YouTube reinschauen muss, kriege ich das dann damit ein bisschen besser auf die Reihe. Das ist so meine Idee, die ich habe. Allerdings habe ich da auch noch andere Ideen, weil ich meinen Kalender für 2022 ganz gerne hier mit einbinden würde. Man könnte es natürlich immer so machen mit so einzelnen Seiten, aber ja, ich weiß, es gibt auch PDF-Kalender. Ich habe allerdings 2 physische Kalender schon gekauft und die sind auch schon da. Dementsprechend werde ich mich dafür entscheiden, die erst einfach zu digitalisieren. Ich erkläre euch alles ganz genau, warum digitalisieren und nicht als PDF kaufen für mich geeigneter ist. Ich kann euch diese App sehr gut empfehlen, nämlich KiloNotes. Da habe ich die Vorlage auch für den Monatsplan her. Da gibt es ganz viele verschiedene. Hier haben wir zum Beispiel den Monatsplan. Dann habe ich hier nochmal so eine Idee, wie der Monatsplan aussehen könnte zum Beispiel. Und einmal einen Wochenplan, den sie noch haben. Und dann gibt es hier noch, okay, da habe ich auch so den einmal reingemalt, aber nochmal so eine andere Übersicht und Einteilung. Und da gibt es halt alles Mögliche. Okay, davon habe ich jetzt ein paar mehr. Das ist jetzt gerade nicht ganz so relevant. Und dann haben wir hier nochmal eine To-Do-Liste, die ich auch ganz gerne verwende oder mal verwendet habe. Allerdings aktuell nutze ich jetzt die, die GoodNotes drin hat, weil es gibt ja viele Vorlagen auch schon in GoodNotes. Und das finde ich sehr praktisch und sehr geeignet, um Sachen auch auszuprobieren, um zu schauen, passt es nicht. Ich liebe zum Beispiel das Planen total. Und es gibt nämlich auch bei zum Beispiel habe ich hier auch noch 3 Vorlagen. Das ist zum Beispiel, habe ich hier auch noch mal, das ist so ein Habit-Tracker. Den finde ich auch noch sehr, sehr praktisch. Den jetzt im Querformat. Ich nutze den ganz, ganz gerne für so einzelne Dinge, wenn ich mir einfach mal eine Liste mache und sage, ich möchte gewisse Gewohnheiten mir angewöhnen. Finde ich den ganz, ganz schön eigentlich. Was ich auch noch ganz, ganz toll finde, ist diese Tagesvorlage. Die habe ich halt auch aus der anderen App. Ich exportiere die Sachen dann immer und öffne sie dann hier. Na klar, man kann sie auch, wenn ich es richtig gesehen habe, auch direkt rüberpacken in GoodNotes. Allerdings habe ich sie so dann, ich glaube, als PDF oder als Foto, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, ich habe sie mal als PDF gespeichert und habe dann so sozusagen meine Vorlagen.
die ich mir mal erstellt habe, finde ich super praktisch. Zum einen hat man hier so einen klassischen Tagesplan, man hat nochmal Platz für Notizen, also To-Do-Listen, hier nochmal so ein bisschen Sondersachen und da unten sind die reinen Notizen. Ich finde das sehr praktisch und man kann Dinge immer wieder verschieben, man kann sehr viel arbeiten, genau wie ich daran plane, möchte ich euch nochmal zeigen, wenn ich meinen anderen Kalender habe, also wenn der fix ist. Und da ist sozusagen, weil ich einfach festgestellt habe, das ist eine tolle Möglichkeit, aber ich kann ein bisschen mehr gebrauchen teilweise und mir fehlt schon mein Kalender, so wie er jetzt für 2021 war, aber halt eben digital planen hat viele, viele Vorteile für mich und deswegen in der Form gibt es dann auch noch für mich eine neue Variante, wie ich mit demselben Kalender wie den ich die letzten Jahre hatte, eben planen kann. Zum Beispiel mache ich mir auch meine Notizen so für meine Mitschriften, die ich mache. Also wenn ich mir selber was aufschreibe, hier mit zum Beispiel Analytics, Thema YouTube, da mache ich ganz viel momentan. Das habe ich auch schon bei Instagram mal veröffentlicht, einfach so, wo ich mir so ein paar Dinge notiere. Sieht ganz bunt aus, geht allerdings auch weniger bunt. Da haben wir zum Beispiel das Thema Nische finden, das ist überhaupt nicht bunt. Ich sehe hier aber, okay, an der Seite geht es so ein bisschen sehr doll an den Rand an der Seite. Und was mache ich? Weil mein Problem ist, wenn man es dann auf dem Handy öffnet, gerade ein Handy mit einem gebogenen Display, da verschwindet dieser Bereich einfach leider sehr schnell. Und deswegen habe ich mir eine Vorlage erstellt und habe die so ein bisschen gemacht. Einmal ist unten mein Logo in der Ecke und zum anderen habe ich eben noch diese zwei Streifen gemacht. Die kann ich ja mit einem Klick wegradieren. Ich habe das nämlich so eingestellt, gehen wir mal kurz auf das Radiergummi, einmal drauf tippen und weg ist es. Und das ist eben so ein Punkt, dann kann ich das kurz mal an einer Stelle, wo ich gerade nicht geschrieben habe, manchmal schreibe ich natürlich auch drüber oder oben drauf, weil ich noch kurz ein Wort zu Ende schreibe, weil es sinnvoller ist, als wenn vielleicht ein Wort in der nächsten Zeile landen muss oder nur noch ein, zwei Buchstaben sind. Aber dann hat man nicht das Problem bei einem gebogenen Display. Da haben wir nämlich zum Beispiel, das habe ich jetzt noch gar nicht hochgeladen, aber das war das erste Mal, wo ich mit dieser Vorlage gearbeitet habe. Viel ordentlicher, viel strukturierter. Zeilen sind auch ungefähr gleich lang. Deswegen gefällt es mir doch deutlich besser. Das habe ich in der Schule auch immer gemacht. Ich habe mich auf gedottetem Papier geschrieben. Und am Ende hatte ich eben nicht diesen Rand, den zum Beispiel bei Klausuren Lehrer ganz gerne haben. Und hatte dann mir den einfach selbst gezeichnet. Und hier entferne ich den halt, weil hier geht es. Ich habe halt nicht komplett den Rand wieder wegradiert, den ich gemacht habe. Erstellt hatte vorher. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich habe es halt hauptsächlich zum Planen genommen und ich finde diese Tagesplanübersicht echt ganz, ganz toll. Allerdings ist es hauptsächlich für solche Sachen gedacht. Hier haben wir nochmal die Analytics. Da hatte ich noch nicht mit der Vorlage gearbeitet. Das habe ich jetzt auch letztens gerade hochgeladen. Man sieht halt schon, es wird immer ordentlicher, je mehr ich damit schreibe, weil ich habe die Größe der Schrift gefunden, also die Schriftgröße für mich gefunden, also die Dicke vom Stift. Und genauso habe ich halt auch gefunden, wie doll muss ich reinzoomen, um gut schreiben zu können. Ich zum Beispiel zoome immer so weit rein wie möglich, schreibe auf gedottetem Papier und hinterher mache ich dann einfach Vorlage wechseln und dann gehe ich von dem gedotteten, also gepunkteten Papier aufs Freie und habe dann sozusagen am Ende eine Seite ohne gedottetes Papier. Aber trotzdem, um eben die Zeilen einhalten zu können, weil ich bin so ein Mensch, ich habe sehr schnell, sehr häufig so, dass ich keine geraden Linien schreibe, also gar nicht gerade schreibe, wenn ich eben freies Papier habe, ohne Zeilen, ohne Punkte, ohne alles. Und dementsprechend ist das so mein Hauptding, was ich mache und nutze. Und das ist so für mich das Richtige und Perfekte geworden. Und ich liebe es, damit Notizen anzufertigen und möchte auch in Zukunft digital damit planen können. Weil wenn sich etwas ändert, dann kann ich es da komplett verschieben, weil ich liebe es, bunt zu planen. Aber ich habe immer nur mit Bleistift in den Kalender geschrieben, weil ich nicht wegradieren kann, bunte Sachen. Und wenn sich was verschiebt, dann verschiebt sich etwas und das würde ich dann gerne nicht durchstreichen müssen. Den Habit Tracker, da habe ich sogar zwei Geschichten mir erstellt. Genauso auch dieses, hier haben wir nochmal den Dezember. Diesen Plan werde ich vielleicht weiter behalten für YouTube, weil ich den vielleicht doch nicht unbedingt in meinen Hauptkalender mit übernehme, den ganzen YouTube-Plan. Aber mal sehen, was sich so ergibt und wie viel ich da dann am Ende wirklich reinschreibe. Für gewisse Projekte notiere ich mir Sachen anders. Dazu kann ich auch nochmal ein Video machen und mal gucken, ob ich das vielleicht bei längeren YouTube-Projekten, die ich planen werde, weil ich nochmal ein paar größere Sachen auf dem Plan habe, auch umsetze. Kann ich euch gerne mal in einem weiteren Video zeigen. Und ansonsten hoffe ich, es war vielleicht ein bisschen hilfreich und für euch und sind ein paar Anregungen dabei,
warum digital doch besser sein kann als analog, obwohl ich ehrlich gesagt sage, analog ist immer noch grandios und ich liebe es. Ich muss es durch die Hand gehen lassen, um mir Sachen wirklich merken zu können. Und hier habe ich eben so eine Mischung und es vereint halt beides, weil viele sagen, warum planen Sie nicht digital? Jetzt tue ich's und schreibe trotzdem noch immer alles mit der Hand. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne im nächsten Video. Tschüss!